Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es mir eine Ehre war, für Greenpeace dieses Bild malen zu dürfen und damit ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Und ich möchte noch ganz herzlich meiner Unterstützung danken, weil alleine wäre das ein viel zu straffer Zeitplan gewesen und dann wäre das Bild heute sicherlich nicht fertig geworden. Um ein Kunstwerk für den Frieden zu enthüllen. Das Thema Frieden ist weltumspannt und zeitumspannt. Die Menschen haben sich zu allen Zeiten damit auseinandergesetzt und keiner hat bislang eine probate Lösung gefunden, wie wir den Frieden erreichen können. Am 6. und am 9. August 1945, das wissen Sie, warfen amerikanische Bomber zwei Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki ab. Seit 2017 gibt es bei den UN den Atomwaffenverbotsvertrag, ein Abkommen, das die Produktion und den Besitz von Atomwaffen verbietet. Es haben bis heute 82 Staaten dieses Übereinkommen unterzeichnet. Deutschland war nicht dabei und wen wundert's, alle Atomwaffenstaaten auch nicht. Eva, Sie kommen jetzt bitte einmal hier vorne hin, dass jeder sieht, dass Sie die Frau des Tages sind. Nein, das ist kürzer. Ja. Sie hat das aber geschafft, dass es dieses Ereignis hier gibt. Und sie ist diejenige, die eben die beiden Themen Landgericht und Greenpeace miteinander verbindet. Das Kunstwerk ist wie gesagt als Mahnmal rund um die Erinnerungstage an die Atombombenabwürfe entstanden und schlägt jetzt eben heute die Brücke zum Weltfriedenstag mit einem Aufruf für eine friedlichere Welt. Und damit gedenkt es der Vergangenheit, richtet aber gleichzeitig den Blick auf die Zukunft und eben ja, nach Möglichkeit eine friedlichere Zukunft. Mit dem Gemälde möchten wir ein Zeichen setzen, das Menschen vielleicht berührt und vielleicht auch motiviert und aktiviert, sich für eine friedlichere Welt in ihrem Umfeld oder auch in ja, Deutschland weltweit einzusetzen. Im Kleinen zu beginnen ist ja oft schon irgendwie eine wichtige Basis, um genau davon ausgehend das zu verbreiten. Und die allergrößte Anerkennung geht natürlich den beiden Künstlern, allen voran Leonhard, der das so schön entworfen hat und ja, mit vielen Diskussionen mit uns das immer wieder umgesetzt hat, aber vor allem der ganze kreative Input kam auf jeden Fall von dir. Und du hast mit viel Hirnschmalz und kreativer Energie da ganz, ganz viel Zeit reingesteckt. Lasst uns das Kunstwerk einfach mal enthüllen. Meinungsforschungsinstitut Kantar hat im Juli im Auftrag von Greenpeace eine Umfrage durchgeführt. Laut dieser befürworten 92% der Bürgerinnen und Bürger, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet und dass alle Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Deswegen haben wir drei Forderungen. Erstens muss Deutschland beispielgebend für alle Atomwaffenstaaten und deren Verbündete vorangehen und den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen. Zweitens muss Deutschland darüber hinaus die nukleare Teilhabe beenden, sodass alle US-amerikanischen Atombomben aus Deutschland abgezogen werden. Und drittens muss die, und das ist für mich sogar das Wichtigste, muss die Bundesregierung öffentlich erklären, dass von deutschem Boden aus niemals Atomwaffen eingesetzt werden.
diese internationalen Signalwirkungen, ja, wir können einmal klatschen. Solche, gerade in der heutigen Zeit, nochmal ein kurzer Kommentar von mir, gerade in der heutigen Zeit ist das internationale Recht wirklich auf der Kippe. Japan jagt wieder Wale und Trump macht sowieso, was er will. Und ich finde, es ist Zeit, sich zu besinnen und auch zu den wichtigen Dingen wie Frieden zurückzukehren und internationale Verträge einzuhalten und da auch zu zeigen, dass man diese einhalten will. Und mit den drei Forderungen machen wir klar, dass wir auch zum 75. Mal versuchen, ein Zeichen für Frieden zu setzen. Genau, dass wir heute hier nicht unmittelbar für den Umweltschutz aktiv sind oder es zumindest so wirken könnte, liegt daran, dass Klimaschutz und Frieden sich eben gegenseitig bedingen und Hand in Hand miteinander gehen. Frieden, also das Peace in unserem Namen, ist die Grundlage für langfristige, oder anders formuliert, ist eben nicht nur Teil unseres Namens, sondern Grundlage für die langfristige Wahrung einer intakten Umwelt und Mitwelt. Und seit der Gründung engagiert sich Greenpeace und die beteiligten Ehrenamtlichen weltweit in Form von vielseitigen Aktionen für eben diese Frieden, für Abrüstung, für Entmilitarisierung. Genau. Und auch die Arbeit gegen den Klimawandel hat eben viel mit Friedensarbeit zu tun, denn zum Beispiel mit den steigenden Temperaturen werden die Lebens- und Überlebensbedingungen für viele Menschen in vielen Gegenden der Welt immer schlechter. Und Konflikte um essentielle Ressourcen wie Wasser oder Anbauflächen für Lebensmittel lösen bereits jetzt oder werden in Zukunft gravierende Kriege auslösen und für uns momentan noch unvorstellbare Flucht- und Klimafluchtströme. Dagegen ist das, was wir derzeit beobachten, vermutlich nur ein Klacks. Das heißt, Frieden und Umweltschutz gehen nur Hand in Hand und eine gesunde Umwelt und eine friedliche Welt sind untrennbar miteinander verbunden. Wir haben jetzt im Moment um die 70 Millionen Flüchtlinge weltweit, die meisten davon sind in Asien. Und das Problem ist, dass der Großteil der Weltbevölkerung in Küstennähe wohnt. Und wenn die Meeresspiegel in den nächsten Jahren und Jahrzehnten um 4 bis 6 Meter steigen, setzen sich Menschen, Massen- und Menschenbewegungen in Bewegung. Das haben wir bisher noch nicht erlebt und hat es auch in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Also das Thema Umwelt hat unmittelbar was mit dem Thema Frieden und Ressourcengleichheit und sozialer Gleichheit zu tun. Und deswegen ist uns Frieden auch ein sehr wichtiges Thema und nicht nur Teil unseres Glaubens. The sky exposed.